Während der Ball tatsächlich von Markus Kolke dort abgewehrt wird, dass da kurz unmittelbar daneben ein Ordner steht, der diesen Ball jetzt holen würde. Schöner Ball und in den Lauf von Dion Nusika. Dann ist Nusika im Strafraum. Ich war der Strafraum, Kürze, dann ist Nusika an zwei vorbei. Feuer, verdammt, das Ding ist drin. Nein, jetzt ist er ja. Ja! 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 Dann ist Nusika unter Aufruf seiner Gesundheit. Wird dort auch noch gefoult. Da läuft einer noch das Pferd daneben. Und im Hintergrund, den muss er noch machen. Den macht er. Das müsste. War es Neithardt oder wer war es, Helmer? Neithardt, der den Ball noch von Danilo Siegert, der es schneller war als die gesamte Abwehr des HSV, der den aufnehmen konnte, nachdem einer unserer Spieler dort gefoult wurde und auch verletzt am Boden liegen bleibt. Und der war leicht einzuschieben. Der war viel leichter als der Ball gegen St. Pauli. Und es steht 1:0 im Ostseestadion für den FC Hansa Rostock. Und es ist natürlich auch richtig schön, dass Danilo Sikan dieses Tor vorbereitet hat. Da gehen doch mal alle Spieler hin, zeigen noch mal auf Danilo, der dieses Tor vorbereitet hat, der den Bärenanteil an diesem Treffer hat. In der Mitte war es übrigens Svante Ingelsen, der sich da wehgetan hat, aber am langen Pfosten dann. Nico Neithardt schiebt den Ball ins leere Tor und somit 1:0 für den FC Hansa Rostock. Ja, aber das würde bedeuten, dass Nick und John nicht noch mal zusammenspielen. Jetzt kommt auch die Flanke, Glatzel, Tor. Nee, Schonlau war es. Tor für den HSV. Wieder eine Kopie des ersten Tores. Flanke von rechts. Die Ecke wurde kurz ausgeführt. Und dann ist Schonlau am 5-Meter-Raum da. Eine Kopie des ersten Tores des HSV. Das ist natürlich sehr unangenehm, jetzt hier um uns rum so viele HSVer aufspringen zu sehen, die sich in unsere Blöcke eingekauft haben. Tja. Da haben wir das Spiel eigentlich sehr gut im Griff gehabt und stehen aktuell mit leeren Händen da. Auch wenn du sagst, ist dir eigentlich egal, wie dieses Spiel ausgeht, wie viele Punkte wir haben, ist mir insofern egal. Das könnte auch, ich habe ja gesagt, könnte auch der 100. sein. Mir geht es um das Spiel heute alleine. Und ja, 30 Sekunden der regulären Spielzeit. Danach geht es sicherlich noch 3-4 Minuten obendrauf. Wenn der Schiri hier pünktlich abweichen würde, das wäre, ja, das würde zu ihm passen. Für uns wäre es ja völlig, ja gut, aber es geht hier halt um was. Und dann kannst du nicht einfach die Nachspielzeit weglassen. Das ist ja auch so. Kannst du, aber das wäre merkwürdig. Also würde tatsächlich zu einigen merkwürdigen Entscheidungen passen. Jetzt ist nochmal Eckball für den FC Hansa Rostock von der linken Seite. Rostock nach der Ecke, Lukas reingeschlagen auf Lukas Röde. Tolle Ecke, genau auf die Rübe von Lukas Röde. Und jetzt beginnt die Nachspielzeit. Das ist aber drei ein Witz. Minuten. Drei Minuten. Nachspielzeit. Er unterstricht zweimal das Spiel, weil er warten will, bis was weg ist. Und die Spieler dann gehen auf den Schiedsrichter. Drei Minuten Nachspiel. Also, sorry, aber das ist ja Blödsinn. Also, alleine die vier Tore in der zweiten Halbzeit sind nach meiner Regel 30 Sekunden mal 4, 2 Minuten. Dann unterbricht er das Spiel mindestens für 2 Minuten. Einfach so, da sind wir schon bei 4 Minuten. Dann gab es ein halbes Dutzend Wechsel. Und er gibt 3 Minuten Nachspielzeit. Oh, 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 oh. Also, ein bisschen stinkt. Und jetzt haben wir den langen Ball nicht am Feuer da hinten. Langer Ball auf Schwede, Munsedick zurück. Simon Reit mit der Flanke auf den zweiten Posten. Auf Heuer Fernandes ist mit der Faust drauf. Und es geht über die Seitenlinie. Und Ryan Malone. Ryan Malone, das Stadion feuert. Das feuert Ryan Malone für diesen Einwurf. Und Markus Kolke geht mit nach vorne. Hier spielt keiner irgendwie auf HSV-freundlich. Markus Kolke ist mit nach vorne. Der Einwurf kommt weit hinein. Rausgeköpft. Nochmal im Strafraum hoch. Rausgeköpft. Und der zweite Ball liegt bei Simon Rein, er schießt und Heuer Fernandes hat ihn. Abstoß, Helmer. 2:3 nach 2 Minuten. Ja, aber ich bin immer noch ein bisschen pikiert, sagen wir es mal so, über so viele kleine Entscheidungen und dann auch noch diese merkwürdige Nachspielzeit. Also so richtig glücklich bin ich nicht mit Herrn Brich.
Aber nochmal der FC Hansa Rostock. Jonathan Meyer im Mittelfeld, kann den Ball behaupten auf Simon Rein. Schade, der kommt zu ungenau. Jetzt kommt der HSV nochmal am Ball. Will jetzt wahrscheinlich Richtung Eckfahne. Das ist Kaufmann, den es da Richtung Eckfahne zieht, wie noch nie in seinem Leben. Und jetzt können wir es nicht mehr sehen, aber wir haben den Ball. Simon Rein schlägt den lange raus nach vorne. Rich Munsi per Kopf gegen Schonlau nicht erfolgreich. Aber Nikola Mladic nochmal. Der Ball flippert da per Kopf hin und her im Mittelfeld. Die Hamburger haben ihn jetzt zumindest einmal mit der Brust mitgenommen, aber dann da hinten rumgespielt. Jetzt der HSV auf der linken Seite im Ballbesitz. Warum pfeift er denn jetzt ab? Der HSV hat den Ball, geht links mit Ball Richtung Strafraum und er pfeift weg, weil er lieber möchte, dass die Zeit vergeht? Oder was soll das? Also manchmal... Ja... Das ist immer noch, also jetzt wird der Ball gespielt, er wird auch zur Ecke gespielt dort. Eieieiei. Das hätte ich jetzt aber als Freistoß gesehen für den HSV dort, aber das lässt er durchgehen. Langer Ball von Markus Kolke. Alles nach vorne. Ich möchte diesen Aus. Ist doch nicht sein Ernst, Helmer. Ist das sein Ernst? Ja, also, wenn wir hier heute noch um irgendwas gespielt hätten, dann hätte ich echt Zweifel, aber das ist. Also. Das war das überhaupt die Nachspielzeit, die 3 Minuten? Ja. Also, ich weiß nicht, aber es tut mir leid, aber ein bisschen lächerlich ist es. Also, wie kann man denn als Schiedsrichter so offenkundig den Eindruck erwecken, also ich würde es ihm gar nicht unterstellen, aber den Eindruck erwecken, als möchte man dieses Spiel jetzt so schnell wie möglich weghaben. Also, naja. Wie gesagt, wenn es für uns um irgendwas gegangen wäre, dann wäre es hier, glaube ich, die Emotion extrem hoch im Stadion, weil nicht nur die kleinen Entscheidungen, die nicht besonders toll waren, auch die Nachspielzeit, all das, was da drum rumkommt, war ziemlich boah. Nee. Schade. Wir bedanken uns für trotzdem eine tolle Saison hier mit euch wieder und hoffen, dass wir euch auch in der nächsten Saison wieder bei Fanradio begrüßen können, Helmer. Oder wie siehst du das? Oh, das hoffe ich doch mal sehr. Also wäre ja schade, wenn wir hier sitzen und keiner hört mehr zu. Also. Ja, also 2-3 werden schon sein. Ja. Schade, dass heute diese Big Points, so 3-3 gegen HSV zum Schluss wäre es doch gewesen. Ne? Ja, aber es ist, wie es ist. Wir wissen, nächste Saison kommt hier der HSV oder Hertha her. Das ist jetzt auch schön. Ist die Relegation für uns relativ egal. Und ansonsten, ja, die Mannschaft hat eine Riesensaison gespielt. Auch heute nochmal ein tolles Spiel gemacht. Sie war nicht schlechter als der Gegner, definitiv nicht. Und wenn das ein Gegner ist, der aufsteigt, ja, wir waren nicht schlechter. So, Jungs und Mädels zu Hause. Das war's für diese Saison. Der FC Hansa Rostock beendet sie mit 41 Punkten. Ich weiß gar nicht genau, auf welchem Platz wir damit landen. Irgendwo, wo es eben einfach sicher ist, nächste Saison in der zweiten Liga zu spielen. Jetzt gucken alle nochmal gebannt auf die Ergebnisse des letzten Spieltags da oben. Aber im Grunde wussten eh alle, wie es ausgegangen ist. Dynamo Dresden hat es wieder nicht geschafft, ein Spiel zu gewinnen. Ja. Gehen wir mal davon aus, nächste Saison haben wir wieder Hörer, Arvid. Möchtest du noch was sagen? Nein. Arvid hat abgeschaltet, sowohl innerlich als auch in jeder anderen Art. Gut, eine schöne Sommerpause für euch. Es geht dann weiter mit den Testspielen in der Vorbereitung, die der FC Hansa begleiten wird. Termine dazu bislang nicht bekannt. Und wenn das dann soweit ist, dann hört ihr auch wieder Fanradio. Bis dahin, macht's gut. Und danke vor allem für die Treue und fürs Einschalten. Ciao, ciao.